Hallo und herzlich willkommen bei Windows.de. Heute wollen wir Ihnen zeigen, wie Sie ein Objekt mit Photoshop freistellen können und in einen anderen Hintergrund einfügen können. Solche Anleitungen gibt es zu Genüge, jedoch sind diese entweder zu kompliziert oder zu schnell, man kommt gar nicht mit, wie das Ganze geht. Wir wollen Ihnen wirklich in ganz, ganz einfachen Schritten zeigen, wie Sie innerhalb von nur 2-3 Minuten ein Objekt ausschneiden können und einen anderen Hintergrund einfügen können. So, wir starten hier mit File oder Datei in Ihrem Fall, ich habe es hier auf Englisch, und sagen Open. Jetzt wählen Sie eines Ihrer Bilder aus. Ich nehme mal irgendein anderes, ein Bild. So, ich nehme dieses Bild hier. So, dann sehen Sie auch gleichzeitig den Verfasser dieser Artikel von Windows Power. Ja, dann sehen Sie, wie ich aussehe mal. So, wir wollen jetzt ein anderes Bild öffnen natürlich, müssen wir ein anderes, wo wir den Hintergrund einfügen. Das heißt nochmal auf File oder Datei, Open. Jetzt nehme ich den Hintergrund, den ich öffnen möchte. Den habe ich einmal hier abgespeichert, so öffnen. So, und jetzt sehen Sie einmal hier meinen Hintergrund und einmal hier mein Bild. Um das Ganze jetzt auszuschneiden, haben wir zwei Möglichkeiten, entweder mit dem Magic Brush oder mit dem Polygon Lasso Tool. Wir machen es mit dem Lasso Tool, weil wir das genauer machen können. So, um einmal das Ganze genau zu bearbeiten, gehen Sie hier auf diese Lupe, klicken hier drauf. Klicken hier drauf und klicken ins Bild rein. So. Ich klicke jetzt einmal noch einmal. So, das reicht jetzt, damit Sie natürlich genau den Kanten verfolgen können. So, dann klicken wir hier drauf mit Rechtsklick und sagen Polygon Lasso Tool. So, mit Link klickst drauf und jetzt haben wir das Ganze. So, wir fangen hier irgendwo an einem Punkt an und mit der linken Maustaste geht's los. So, draufklicken und halten die Maustaste. Und nochmal und nochmal und ziehen das Ganze hier nach. Ich mache das jetzt nicht genau, weil wir haben nicht die Zeit, dass wir das so genau machen. Aber Sie sehen, es funktioniert prima. Ich klicke einfach und bewege die Maus. Klicken, bewegen. Die ganze Zeit so. Und wenn es hier runter geht, ja. So, Sie sehen, jetzt geht es runter. Dann fahre ich mit der Maus nur runter ohne klicken und das Ganze kommt automatisch, wie Sie sehen. So, wieder klicken, halten. Wenn Sie sagen ganz, ganz genau, dann müssen Sie natürlich ins Fenster noch mehr reinzoomen, damit Sie wirklich die Linien ganz genau nachziehen können. So, jetzt die Schuhe noch. Wie gesagt, wir machen das jetzt nicht genau, so viel Zeit haben wir nicht. Ich versuche mal, das so genau wie möglich zu machen. Aber, hoppla, gleich ausgerutscht. Je nachdem, welches Objekt Sie freistellen, natürlich bei Haare wird es dann noch schwieriger, dann empfehlen wir Ihnen, dass Sie das Ganze wirklich ganz, ganz groß machen und ganz nahe zoomen, weil so können Sie dann wirklich genau arbeiten. Weil dann haben Sie wirklich alle Kanten, können Sie freistellen. So, wir haben es gleich. Wie gesagt, ich mache das jetzt nicht so genau, weil sonst dauert die Anleitung hier 10 Minuten und das wollen wir nicht. Wir wollen ja das in ein paar Minuten nur machen. So, jetzt haben wir es gleich. So, gleich haben wir es. So. Fahren Sie wirklich komplett die Linien entlang. So, beim Gesicht müssen wir natürlich dann vorsichtiger sein und langsam machen, weil sonst machen wir alles kaputt. Wenn wir hier einen rechteckigen Kopf haben oder einen Spitzenkopf, das kommt dann nicht sehr gut rüber. So, und Sie fahren, wie gesagt, die ganze Figur rundherum nach, bis zur ersten Linie, die Sie angefangen haben. Und wenn Sie das gemacht haben, sehen Sie, wird das Ganze jetzt mit diesen Linien, ist das beweglich jetzt. So, wenn wir dieses gemacht haben, ganz, ganz einfach jetzt, Steuerung und X auf der Tastatur drücken und Sie sehen, schon ist das weg. Als nächstes öffnen wir das nächste Bild und Steuerung V. Sie sehen, einfacher geht es nicht mehr. Dann hier draufklicken, hier links oben. Jetzt kann ich das Ganze ändern von der Größe her. So. Können wir das verkleinern natürlich. Ich mache es noch ein kleiner, damit es noch realistischer rüberkommt. So, jetzt haben wir das noch kleiner gemacht. Das noch kleiner, weil sonst kommt das nicht realistisch rüber. Sonst sieht das zu groß aus jetzt. So, wenn Sie das Ganze angepasst haben, das war es auch schon.
kann ich hier auf Pfeil, Save As, sage Apply. Natürlich müssen wir das hinzufügen, die Speicherung oder die Änderung müssen wir natürlich übernehmen. Dann gehe ich auf meinen Desktop, hier habe ich verschiedene Möglichkeiten abzuspeichern. Ich mache das als JPEG, hier klicke ich drauf, gebe ich noch einen Namen und sage Windows Power Test. So, das Ganze speichern wir ab mit OK. Und wenn wir jetzt auf den Desktop gehen, Windows Power Test, dann sehen Sie, das Ganze hat prima geklappt. Vielen Dank fürs Zusehen, Ihr Windows Power.de Team.